Verdammt, ich noch eins. Rückkehrer in die Heimat. Okay, jetzt haben wir doch einen Traum. Die Mutter steht am Pier der Insel und wartet auf ihren Sohn. Ihr Gepäck ist größer als sie. Sie trägt ihre feinste Reisekleidung und kann ihre Aufregung kaum zügeln, als sie mit Keim spricht, der zufällig auf die Ankunft desselben Boots wartet. Ich habe einen Brief von ihm bekommen, sagt sie. Fast 30 Jahre sind vergangen, seit ihr einziger Sohn die Insel verlassen hat, auf der er geboren ist. In der ganzen Zeit hört sie nichts von ihm, bis er vor kurzem schrieb, er sei zu Geld gekommen und wolle sie aufs Festland holen. Ich bin allein, seit ich meinen Mann verloren habe. Allein die Vorstellung, ich kann den Rest meines Lebens mit meinem Sohn, seiner Frau und meinen Enkeln verbringen. Sie verkaufte das Haus, in dem sie von jeher gewohnt hatte, und wartete nun darauf, dass ihr Sohn kommt, um sie abzuholen. Der Brief kam von vor über einer Woche. Ich frage mich, warum er so lange braucht. Das Merk ist ruhig. Keim war gestern mit der Fähre hier angekommen. Sie meinen, er verspätet sich? Fragt Keim leicht überrascht. Allerdings, erwidert sie mit gezwungenem Lächeln. Ich frage mich, was los ist. Vielleicht hat er plötzlich viel zu tun und kann sich nicht frei nehmen. Hat er nicht noch einmal geschrieben? Keine Erklärung? Mit solchen Dingen hat er sich noch nie aufgehalten, schon als Kind nicht, sagte sie. Lächelnd, wieder gezwungen und spät Richtung Horizont. Das Schiff, das zuerst nur ein Punkt war, ist groß genug, dass man den Mast genau erkennen kann. Wie auch immer, ich mache mir keine Sorgen. Ich weiß, dass er auf diesem Schiff sein wird, sagt sie. Er hebt sich von der Hafenkiste, auf der sie gesessen hat, und winkt mit ihrem Taschentuch den herannahenden Schiff zu. Auch Keim starrt angestrengt auf das Schiff, was einen harten Ausdruck in seinen Augen treten lässt. Junger Mann? Beim Klang der Stimme der Mutter lässt Keim rasch die Härte aus seinem Blick weichen, bevor er sich ihr zuwendet. Wir sind ein Reisender, nicht wahr? Stimmt, sagt er. Ich habe Sie gestern auf der Fähre ankommen sehen. Gehen Sie schon wieder fort? Sie ist offensichtlich neugierig, was diesen Fremden betrifft, aber ihr Gesicht zeigt keine Skepsis gegenüber Auswärtigen. Erleichtert, das zu sehen, erwidert Keim, ich bin aus demselben Grund hier wie Sie. Ich warte auf jemanden. Auf diesem Schiff? Ja, wahrscheinlich. Sie haben nichts von dieser Person gehört? Nein, wir haben uns auf keine Ankunftszeit geeinigt. Vielleicht warte ich auch umsonst. Oh, tatsächlich? Keim weicht weiteren Fragen mit einem gezwungenen Lächeln aus. Er kann nicht mit jedem darüber reden. Er befindet sich auf geheimer Mission. Und die darf nicht scheitern. Die Frau sieht noch immer verwirrt aus, doch ihr Gespräch wird vom allgemeinen Tumult am Pier verschluckt, der das Herannahen des Schiffes begleitet. Schließlich legt die Fähre an. Einer nach dem anderen gehen die Passagiere nach ihrer halben Tagesreise aus der Hauptstadt auf das Festland an Land. Die Mutter drückt ihr Taschentuch an die Brust und sieht sich jeden genau an. Einige sind fliegende Händler, die von Insel zu Insel reisen, um ihre Waren feil zu bieten. Einige wollen in größerem Maßstab Handel betreiben. Sonnengebräunte Männer und Frauen kommen in Gruppen vom Festland, um auf den Höfen der Insel zu arbeiten. Einige Männer kommen nach einer Arbeitssaison von dem Festland wieder nach Hause. Aber keiner unter den dutzenden Passagieren ist der Sohn der Frau. Nachdem die Passagiere ausgestiegen sind, gehen diejenigen an Bord, die vom Festland fahren wollen. Die Abholenden auf dem Pier machen den Abschiebnehmenden Platz. Oh Mann. Die Mutter kehrt dem Treiben auf dem Pier den Rücken und geht in Richtung Stadt. Sie hieft ein schweres Bündel auf den Rücken und nimmt mit jeder Hand einen großen Koffer. Aber schon nach wenigen Schritten beginnt das Bündel zu rutschen. Keim streckt die Hand aus und hält es fest. Die Frau dreht sich mit überraschtem Gesicht um, als sie Keim erkennt. dass Keim allein ist. Sie fragt, ihr Freund ist also auch nicht gekommen? Sieht so aus.
Da pro Tag nur eine Fähre vom Festland kommt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als bis zum Morgen zu warten. Och, ich ahne ganz, ganz Schreckliches. Werden Sie auf der Insel bleiben, bis Ihr Freund kommt? Das muss ich vielleicht. Dann könnte aber eine ganz schön hohe Hotelrechnung zusammenkommen. Kein Problem, ich bin es gewohnt, im Freien zu schlafen. Im Freien zu schlafen, ruft sie erstaunt. Dann lächelt sie und sagt, naja, Sie sind jung und in guter Verfassung. Es wird nicht allzu schlimm für Sie sein, ein paar Nächte unter freiem Himmel zu verbringen. Was werden Sie tun? Wieder nach Hause gehen? Ich wünschte, das könnte ich. Ich habe mein Haus letzte Woche verkauft. Ich war so sicher, dass mein Sohn mich sofort abholen kommt. Eine Spur von Entmutigung verdüstert ihr Gesicht, aber schnell setzt sie ihr Lächeln wieder auf und fährt fort. Ich habe ein hübsches Sümmchen für das Haus bekommen, also habe ich beschlossen, es zur Abwechslung einmal mit vollen Händen auszugeben. Sehen Sie das große Hotel dort? Ich habe mich im größten Zimmer eingemietet und lasse es mir auch sonst gut gehen. Natürlich bin ich enttäuscht, dass er nicht kommt, aber ich habe mir in all den Jahren die Finger wund gearbeitet. Es wird nicht schaden, mir auch mal was zu gönnen. Obwohl sie mit einem Lächeln sagt, berühren Keim ihre Worte zutiefst. In ihrem Fall ist die Fingerwundarbeiten nicht nur eine Redewendung. Wie ihr sonnengegerbtes Gesicht zeigt, das war nicht das gar nicht zum Make-up passt, das sie zu Ehren ihres Sohns aufgelegt hat, und vor allem ihre knöchelnden Finger, die ihre billigen Ringe kaum kaschieren können. So hart sie zweifellos auch gearbeitet hat, das Leben hat sie kaum dafür belohnt. Ihr Gepäck sieht nicht im geringsten wertvoll aus. Bestimmt wird ihr Sohn morgen hier sein, sagt Keim. Ihr tief gefurchtes Gesicht verzieht sich zu einem fröhlichen Lächeln. Ja, natürlich, morgen ganz bestimmt, sagt sie, mit einem kräftigen Nicken. Ich hoffe, auch derjenige, auf den Sie warten, ist morgen auf dem Schiff. Vielen Dank, antwortet er. Ich habe eine Idee, sagt sie. Sie könnten sich erkälten, wenn Sie draußen schlafen. Übernachten Sie doch bei mir im Hotel. Eine Person mehr kann bestimmt untergebracht werden. Keim spürt, dass sie das nicht nur aus Höflichkeit vorschlägt, und genau deshalb lehnt er mit einem Lächeln und einem Nicken ab. Vielen Dank, sagt er, aber machen Sie sich keine Sorgen um mich. Gönnen Sie sich nur die Ruhe, die Sie nach all den langen Arbeitsjahren verdient haben. Wenn Sie meinen, sie scheint ein wenig enttäuscht, drängt ihn aber nicht, das Angebot anzunehmen. Während er zusieht, wie sie sich allein zum Hotel schleppt, fast verschwunden unter ihren großen Gepäckstücken, fragt sich Keim, ob sie vielleicht gehofft hatte, seine Gesellschaft würde ihr die Sorgen nehmen, dass ihr Sohn doch nicht kommt. Dennoch beschließt er, ihr nicht hinterherzulaufen und seine Absage zurückzunehmen. Er ist nicht der Richtige, um die Zeit mit einer Mutter zu verbringen, deren größter Traum es ist, einen glücklichen Lebensabend zu verbringen. Ja. Bestimmt wird sie morgen, wenn das Schiff anlegt, endlich wieder mit ihrem Sohn vereint sein, nachdem sie all die Jahre so gesehnt hat. Die Person, auf die Keim wartet, wird ebenfalls mit größter Wahrscheinlichkeit morgen auf die Insel kommen. Die Mutter wird zweifellos beim Wiedersehen heiße Tränen vergießen. Keim dagegen hat eine blutige Arbeit zu erledigen, wenn er den Mann begegnet, auf den er wartet. So. Könnte das vielleicht derselbe sein, der durch irgendwelche, ich sag mal, nicht legalen Geschäfte an Geld gekommen ist, für die er jetzt bestraft werden soll? Ich weiß ja nicht. Schon ein bisschen obvious, oder? Keim verfolgt ihn. Der Mann ist auf der Flucht und es ist eine Belohnung auf ihn ausgesetzt. Er ist als Kopf einer Verbrecherbande in der Hauptstadt bekannt und hat zahllose Delikte begangen. Raub, Betrug, Erpressung, Überfälle und sogar Mord. Als Krönung seines Verbrecherlebens hinterging er seine eigene Bande, verschwand mit einer Menge Geld. Oh Gott, wie... Ach ja. Vor wenigen Tagen erfuhr die Bande, dass der Mann auf dem Weg auf diese Insel war, sein Geburtsort. Und sie heuerten Keim an, der sich um ihn kümmern sollte. Der Umstand, dass sie Keim angeheuert haben, bedeutet, oh Gott, dass er ihn ohne Umschweife töten soll.
Keim und die Mutter treffen sich am nächsten Tag zur selben Zeit wieder am Dock. Und auch am übernächsten. Und am Tag darauf. Und am Tag nach diesem. Die Menschen, auf die sie warten, kommen nicht. Eine Woche vergeht. Die Mutter wechselt vom teuren Hotel in eine billige Pension, in der auch die fliegenden Händler absteigen. Eigentlich fühle ich mich an einem solchen Ort viel wohler, erzählt sie Kai mit einem Lächeln, aber wahrscheinlich wäre ihr eher im ersten Hotel bald das Geld ausgegangen. Ihr Freund lässt aber auf sich warten, bemerkt sie, allerdings. Wer ist es? Er weicht dem Thema mit einem angestrengten Lächeln aus. Er kann ihre Frage nicht beantworten, wenn er seine Pflicht erfüllen soll. Und außerdem spürt er tief in sich eine winzige Vorahnung. Die Mutter hört auf zu fragen und sagt, ich hoffe, ihr Freund kommt bald. 3 weitere Tage vergehen. Ein Bote der Bande, als fliegender Händler verkleidet, flüstert beim Verlassen der Fähre Keim zu. Wir glauben, dass er sich noch in der Hauptstadt versteckt. Wir suchen ihn in jedem Winkel, aber wir haben noch keine Spur von ihm. Keim nickt wortlos und wirft einen Blick auf das Schiff. Noch nachdem der letzte Passagier von Bord gegangen ist, steht die Mutter am Pier und sieht zum leeren Schiffsdeck hinauf. Sagen Sie, junger Mann, sagt die Mutter 3 Tage später zu Keim. Hat der Ort, wo sie übernachten, ein Dach, um den Tau abzuhalten? Keim schläft in einem baufälligen alten Haus in der Nähe des Hafens. Ich brauche nur einen Platz zum Schlafen, sagt sie. Oh, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich mich Ihnen dort anschließe? Was sagen Sie da? Die Pension, in der ich übernachte, ist die reinste Ruine. Mir würde es sicher dort besser gefallen, wo Sie übernachten. Ja, bestimmt gefällt es mir da besser. Sie lächelt wie ein Kind, das sich einen neuen Streich ausgedacht hat. Keim weist sie nicht zurück. Genauer gesagt kann er sie nicht zurückweisen. Sie hat sicherlich nicht einmal mehr Geld, um in ihrer derzeitigen Absteige zu bleiben. Keim ist aufgefallen, dass ihre billigen Ringe nach und nach von ihren knöchernen Fingern verschwunden sind. Während der Nacht in dem verlassenen Gebäude mit dem Mond als einziger Lichtquelle erzählt die Mutter Keim ohne Aufforderung von der Erinnerung an ihren Sohn. Es sind keineswegs angenehme Erinnerungen. Von klein auf war der Junge als Raubein bekannt. Die Nachbarn konnten ihn nicht leiden und er brachte viel Schande über seine Eltern. Er stahl uns Geld, blieb die ganze Nacht weg und feierte. Und bevor wir uns versahen, war er der schlimmste Übeltäter auf der Insel. Dauernd geriet er in Schlägereien und belästigte Mädchen. Beim jährlichen Inselfest drehte er durch und zerstörte Eigentum. Und mein Mann und ich mussten herumgehen und uns bei allen entschuldigen. Der Vater, ein geschickter Steinmetz, verlor seine Arbeit, als der Sohn Wertsachen aus dem Haus des Meisters stahl. Die Mutter konnte kaum die Straßen hinuntergehen, ohne dass die Nachbarn sie anstarrten und mit den Finger auf sie zeigten. Besonders schlimm wurde es, als ihr Sohn einfach zum Spaß die Versammlungshalle der Stadt angezündet hatte. Seine Eltern haben ihn schlecht erzogen. Die Eltern sind verantwortlich für das Verhalten ihres Sohnes. Der Sohn ist so ein Strolch geworden, weil seine Mutter ihn hemmungslos verwöhnt hat. Die Eltern sind schuld, der Vater ist schuld, die Mutter ist schuld, ihr seid schuld. All das hatten sie zu hören bekommen. Er war so schwer für uns. Es war so schwer für uns auf einer kleinen Insel wie dieser. Wir konnten uns nirgendwo verstecken. Der Junge war 18, als er schließlich von zu Hause fortlief. Oder eher die Insel verließ, als seine Eltern ihn praktisch verstießen. Oh, die anderen Inselbewohner freuten sich, als wäre eine Seuche überstanden. Ein Mann ging so weit, absichtlich in Hörweite der Eltern zu verkünden, ich hoffe, der Dreckskerl geht in die Hauptstadt und stirbt dort in der Gosse. Der Vater des Jungen starb vor 5 Jahren. Bis zu seinem Tod verzieh er seinem Sohn nicht, und in diesem Todeswahn entschuldigte er sich immer noch bei den Inselbewohnern. Aber trotzdem.
Für eine Mutter ist jeder Sohn das Baby, das sie einst im Bauch trug. Ich hörte nie etwas von ihm, aber ich betete immer, dass er nicht krank würde in der Hauptstadt, dass er keiner der Epidemien erlag, die dort umgehen, und dass er nicht Schlägereien geraten möge. Aber so bin ich wohl einfach. Sie schenkt Keim ein bitteres Lächeln. Oder vielleicht sind Mütter einfach so, fügt sie hinzu. Sie haben doch auch Eltern, nehme ich an. Natürlich haben sie das, jeder hat Eltern. Das stimmt. Sind ihre Eltern noch am Leben und wohlauf? Keim senkt wortlos den Kopf. Keim auf seiner Reise ohne klaren Anfang, ohne bestimmtes Ende, kann eine solche Frage nicht beantworten. Stattdessen fragt er die Frau, was werden sie ihrem Sohn als erstes sagen, wenn sie ihn endlich sehen? Gute Frage, sagt die Mutter. Nachdem sie kurz darüber nachgedacht hat, erwidert sie, sagen werde ich wohl nichts. Ich glaube, ich werde ihn einfach ohne Worte in die Arme schließen. Ich werde ihn festhalten und ihm meine Freude darüber zeigen, dass er am Leben und wohlauf ist. Aber nun mal angenommen, drängt Keim sie sanft. Sie wüssten, dass er auch in der Hauptstadt nicht gerade ein vorbildliches Leben geführt hat. Würden sie ihn dann immer noch umarmen? Ihre Antwort kommt prompt. Zuerst würde ich ihn in den Arm nehmen und dann würde ich ihm die Leviten lesen. Sie lächelte Keim schüchtern an und fügt hinzu, so ist das, wenn man Kinder hat. Am nächsten Morgen hat sie hohes Fieber. Den Tau hätte sie vielleicht überstanden, aber die Nacht in den verfallenen Gebäude hat die Gesundheit der alten Frau in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem rappelt sie sich zur Ankunftszeit der Fähre auf und macht sich mit unsicheren Schritten auf den Weg zum Pier. Beunruhigt hält Keim sie zurück. Sie sind nicht in der Verfassung, um rauszugehen, sagt er. Trotz seiner Versuche, ihr Fieber mit kühlem Quellwasser aus dem Wald zu senken, ist es immer noch so hoch wie zuvor. Ihr angestrengtes Atmen wird nur von einem verstopften Rasseln begleitet. Ach du Scheiße. Ich muss gehen, beharrte sie. Mein Sohn will mich abholen. Ich werde ihn sehen. Sie schiebt Keims zurückhaltende Hand beiseite, aber durch die Anstrengung verliert sie das Gleichgewicht und sinkt auf die Knie. Wenn er an Bord ist, bringe ich ihn her, versichert Keim ihr. Sagen Sie mir, wie ich ihn erkennen kann. Keim, in Keims Arm geborgen, halb bewusstlos vom Fieber, murmelt die alte Frau auf seiner linken Wange. Bevor er die Insel verließ, geriet er in einen Kampf. Jemand hat ihn geschnitten, er hat eine Narbe. Keim nickt und legt die alte Frau auf eine Strohmatte auf den Boden. Er unterdrückt einen Seufzer und schließt seine Augen für einen Moment. Dann starrt er angeschränkt durch ein kleines Fenster auf das Fährdock. Seine Vermutung war doch richtig, obwohl er sich letzte Nacht schon sicher war. Keim hatte eine schriftliche Beschreibung des Mannes erhalten, als er den Auftrag der Bande annahm. Er hatte keinen Zweifel, Narbe auf der linken Wange. Die Fähre nähert sich dem Hafen. Auf dem Pier wird es lebendig. Keim geht zur Tür. Hinter ihm hört er die Frau sagen, bitte, töten Sie ihn nicht. Töten Sie meinen Jungen nicht. Keim bleibt wie angewurzelt stehen, aber statt sich umzudrehen, beißt er sich auf die Lippe. Ich weiß nicht, was er getan hat in der Hauptstadt, aber bitte töten Sie ihn nicht, bitte. Sie weiß es also auch, sie weiß alles. Wenn sie ihn töten müssen, wenn es unbedingt sein muss, bitte, bevor sie das tun, lassen sie mich nur. Keim verlässt die Ruine ohne ein Wort. Seine Schritte sind unsicher, als er durch das blendende Gleißen der Nachmittagssonne geht. Diesmal ist der Mann da. Der gesuchte Mann mit der Narbe auf der linken Wange steigt im Pier hinunter, bemüht zwischen den Reisenden hausieren unterzutauchen. Er ist viel ausgemergelter, als Keim nach der Beschreibung gedacht hatte. Sicher hat ihn die jahrelange Flucht erschöpft. Trotzdem hat er sein Versprechen erfüllt, das er seiner Mutter gab, und ist auf seine Heimatinsel zurückgekehrt.
Sein Blick schnellt furchtsam über den Pier. Sein Gesichtsausdruck verändert sich von dem eines Mannes, der jemanden sucht, zum verschreckten Ausdruck eines Kindes, das seine Eltern verloren hat. Keim baut sich gemächlich vor ihm auf. Der Mann weiß natürlich nichts über Keims Mission und ist ihm nie begegnet. Doch er hat die Instinkte eines Bewohners der dunklen Gassen. Sein Gesicht versteinert und er dreht zur Flucht um. Keim ergreift seine Schulter, aber nur leicht, sodass ein zufälliger Beobachter ein freundliches Wiedersehen alter Freunde vermuten würde. Der Mann versucht vergeblich, die Hand abzuschütteln. Es wäre für Keim ganz einfach, ihn auf der Stelle zu töten. Seine Augen verraten, dass er keine Kraft mehr zum Kämpfen hat. Keim hat weitaus mehr Erfahrung im Überleben tödlicher Begegnungen als er. Der Mann weiß das. Wenn du mich töten willst, bring es hinter dich, knurrt er. Aber wenn du nur eine Spur von Güte in dir hast, gibst du mir eine letzte Chance, meiner Mutter etwas Gutes zu tun. Es dauert nicht lange, lass mich nur einmal zu ihr, danach kannst du mit mir machen, was du willst. Keim nimmt die Hand von der Schulter des Mannes. Er wird nicht wettlaufen. Ich habe es also doch nicht geschafft, sagte er mit gezwungenem Lächeln. Sein Gesicht verrät Keim, dass er sich wahrscheinlich mit seinem Schicksal abgefunden hat. Er zeigt auch eine gewisse Erleichterung, dass sein Leben auf der Flucht endlich ein Ende hat. Wie viele Menschen hast du getötet? Fragt er Keim. Das muss ich dir nicht sagen. Ich will es eigentlich auch gar nicht erfahren. Es ist nur, naja, wenn ich dich so ansehe, würde ich sagen, ich bin älter als du. Und es gibt einige Dinge, die einem Menschen klar werden, wenn er lange gelebt hat. Denk mal an die Kerle, die du umgebracht hast. Jeder einzelne von ihnen hatte Eltern. Wenn man jemanden tötet, bringt man das Kind eines anderen um, richtig? Als mir das endlich klar wurde, habe ich die Bande verlassen. Von so einer Bande bekommt man keine Rente. Also habe ich mir sozusagen etwas Geld von ihnen geborgt und wollte damit... Naja, ich habe meiner Mutter all die Jahre so viel Kummer bereitet. Seine Stimme klingt belegt und erstickt. Er schüttet die Gefühlsregung ab und erklärt mit einem Lächeln, ach zum Teufel, das ist ein Haufen sentimentaler Quatsch. Ich weiß nicht, wie viele Typen ich im Laufe der Jahre umgebracht habe. Also nehme ich an, ich bekomme, was ich verdient habe. Ich kann dich nicht für das hassen, was du tust. Ein Ruf ertönt vom Deck der Fähre. Wir legen in Kürze ab. Alle Passagiere zur Hauptstadt bitte an Bord. Keim sieht den Mann scharf an und sagt mir nur eins. Der Mann antwortet nicht, aber Keim fährt fort. Was wirst du als erstes tun, wenn du deine Mutter siehst? Hä, wovon redest du? Egal, beantworte einfach die Frage. Ich werde sagen, ich bin wieder da. Nein, ich werde gar nichts sagen. Ich werde sie nur umarmen, das ist alles. Sie fest in den Arm nehmen? Klar, so machen es Eltern und Kinder eben. Keim entspannt seine grimmigen Gesichtszüge und deutet mit dem Kinn auf den Wald hinter dem Pier. Im Wald steht ein altes, heruntergekommenes Haus. Deine Mutter wartet dort auf dich. Geh zu ihr. Was redest du da? Komm nie mehr zurück in die Hauptstadt und bleib nicht auf dieser Insel. Nimm eine andere Fähre und fahr weit weg auf eine andere Insel mit deiner Mutter. Der Mann ist wie betäubt. Seine Stimme zittert. Keim sagt nichts mehr. Er lässt den Mann stehen und geht mit großen Schritten auf das Schiff zu, bevor es ablegt. Mission erfüllt. Keim kümmert sich nicht darum, ob er für seine Tat als Verräter gebrandmarkt und von der Bande verfolgt wird. Das Bild seiner eigenen Eltern, die für das Wohlergehen ihres Sohnes beten, ist in seiner Erinnerung längst verblasst.
Wir legen ab. Beeilung bitte. Ertönen die Rufe der Besatzung. Ein lauter Gongschlag ertönt. Aufgeschreckt von dem Klang, der zwischen dem weiten Meer und dem offenen Himmel widerhallt, fliegen, leuchten bunte Vögel aus dem Wald auf. Große und kleine Vögel, Eltern und ihre Jungen. Die größeren Vögel scheinen die kleinen beinahe unter ihren ausgebreiteten, langsam schlagenden Flügeln zu beschützen. Ende.